So, den packen wir denn jetzt nach vorne. Whitey darf mal wieder. Wäre jetzt zu schön gewesen, wenn wir so lange ohne wilde Pokémon da durchgekommen wären. Du willst doch auch kämpfen, oder? Ja, ich weiß, dass sich Pokémon entwickeln. Ich hatte schon ein Pokémon, das sich bereits zweimal entwickelt hat. Und ich habe schon wieder die Attackenanimation vergessen. Na gut, gegen einen Safcon stört es mich nicht wirklich, dass ich die vergessen habe. Hey, Whitey macht hier gleich wieder Crits. Beim Blubber stört mich der Härtner nicht wirklich. Und das ist gleich Level 10 für Whitey. Und der erlernt Panzerschutz. So, da kommt ein Raupi. Wir haben noch Fight und Belly, die noch aufs nächste Level müssen. Doch nicht immer eure Volltreffer um die Ohren. Die arme Belly. So, und da kommt ein Safcon. Nutzen wir jetzt doch einfach mal für unseren Fight aus, dass der noch ein bisschen trainieren kann. Safcon wehrt sich eh nicht. Oder kann dieses Safcon hier schon eine Tackle? Kann nicht gut sein, weil irgendein Safcon, glaube ich, von irgendeinem Trainer hier kann Tackle. Und selbst wenn das hat, er setzt ihn nicht ein. Fight darf jetzt auch mal wieder nach vorne. Da sieh mal einer an. Das ist das erste Pikachu, das ich hier heute sehe. Ich will mir jetzt aber keine Statik einfangen. Bei der ganzen Zeit, während ich hier trainiert habe, ist mir kein einziges Pikachu über den Weg gelaufen. Das war gerade das erste. Hey, warte, warum die Eile? Ja. Vielleicht, weil ich nach Marmoria City will. So. Und ich habe schon wieder die Attackenanimation vergessen, ne? Sollte echt jetzt langsam mal dran denken. Der hat jetzt nur ein Pokémon und ich werde es direkt nach diesem Kampf machen. So, dran denken, Attackenanimation. So. Damit wir das endlich mal wieder drin haben. So, unser Fight hat noch 12 KP. Okay, schauen wir mal, ob wir es hinbringen. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay.
Das wird nix mehr. Nachdem ein Gegengift billiger ist als ein Trank. Frage, wollen wir jetzt direkt die Arena angehen? Ich habe zwar Whitey hier mit dabei, der kann zumindest seinen Blubber, der in dieser Arena mehr als super effektiv ist. Ich habe außerdem noch Fight mit dem Fußkick. Ich werde mit Whitey den ersten Trainer jetzt einfach mal platt hauen. Dann sehen wir ja mal, wie weit wir da kommen. Oder ob wir zu stark aufs Maul kriegen. War hier nicht irgendwo ein Item? Ja. So. Erste Arena. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Camper Georg mit einem Kleinstein. Diese Arena ist ja eigentlich viel mehr eine Bodenarena als eine Gesteinarena. Naja, da hat er das sogar überlebt. Wenn auch nur sehr, sehr knapp. Das gibt ein Instant-Level-Up für Whitey. Und dann kommt Sandan. Ja, da bleiben wir gleich drin. Sandan hat eine ebenfalls relativ bescheidene Spätzle, wobei die ein gutes Stück besser ist als die von Kleinstein. Außerdem hat Sandan nur eine normale Schwäche und keine doppelte Schwäche. So, wenn wir jetzt nochmal treffen, dann haben wir es geschafft. Ja. Bei 60% Chance war es schon relativ fraglich, ob man das noch trifft. Und da gibt es gleich Level 12 für Whitey. Ich würde hier fast vorschlagen, wir machen Rocco auch komplett mit Whitey. Der kann das nämlich so gut. Jetzt nur noch mal ganz kurz ins Pokémon Center. Jeder KP ist wichtig, gerade wenn eine Nuzlocke Challenge. Da will man nicht ohne volle KP in einen Arena-Leiterkampf reinrennen. Auch wenn man so einen krassen Typ-Vorteil hat. Ich habe vor seinem Kleinstein übrigens noch fast ein bisschen mehr Angst als vor seinem Onix. Weil sein Kleinstein mehr Schaden austeilen kann. So. Whitey, wir zwei schaffen das, ne? Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Epic Gym Leader Theme. So, Whitey. Das packen wir doch. So,
kleinen Stein schon mal besiegt. Mal schauen, ist da wieder ein Level-Up drin? Ne, nicht ganz. Gegen Onyx bleiben wir doch gleich drin. Das Viech ist Level 14. So, und jetzt kann ich nicht mehr auswechseln. Onyx einzig guter Basiswert ist ja eigentlich seine Verteidigung mit 160. Der nächst bessere ist die Init mit 70. Dann kommt der Angriff mit 45, also Onyx ist eigentlich nicht sonderlich stark. Ui, hat den Volltreffer nicht gleich raushauen können, YT. So, wenn da jetzt nicht noch Level 14 auch gleich drin ist, dann würde es mich wundern. Und da kriegen wir die Aquaknarre. Brauchen wir den Blubber eigentlich noch? Wenn wir eine Aquaknarre haben? Ich würde fast sagen, nein. Rutenschlag und Panzerschutz könnten wir noch brauchen. Okay, aber fast. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Warte, nimm das hier mit. Felsgrab. Eine TM enthält Attacken, die du wie Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du eine TM begeben möchtest. TM 39 ist Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihm begraben. Der Init-Wert des Gegners wird zugleich gesenkt. Muss ich gleich mal schauen, ob das irgendjemand lernen kann. Mit TMs braucht man hier nicht unbedingt sparen. Der Fight kann es lernen, das ist schön. Gestein ist eine schöne Coverage für Kampf-Pokémon. Auch wenn Felsgrab hier noch nicht wirklich so stark ist. Ist erst in der 6. Gen wirklich gut geworden. Da haben sie die Attacke um 10 Stärke und 15 Genauigkeit gebufft. Von 50, 80 auf 65, 95, nee, auf 60, 95, so. 65 wäre nicht ganz so geil gewesen wie 60. Also kriegt ist Felsgrab immer noch im Technikerbereich gewesen. So. Der Whitey darf jetzt erstmal längere Pause machen. Sortieren wir das Ganze bloß noch. Okay. Dann gehen wir mal noch ganz schnell einkaufen. So, ich habe 10 Tränke. Das ist zumindest schon mal ganz gut. Ich hätte gerne auch noch ein paar Paraheiler. Aufwecker, wir werden Pipis begegnen. Die können unter Umständen Gesang, Pummeluft genauso. Feuerheiler brauchen wir jetzt noch nicht. Dann gehen wir noch 5 Tränke oben drauf, weil ich kann mir da nie. Von denen kann man nie genug haben am Anfang. So, jetzt kriegen wir erstmal unsere Turbo-Treter. Oh, Kilian. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Nun, ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Ein Brief ist dabei. Hallo Kilian. Ein paar Turbo-Treter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Jep. So. Ich hoffe jetzt bloß einmal mal, dass ich hier nicht ein bisschen zu krass unterlevelt bin für die nächsten paar Trainer, die hier jetzt noch kommen. So. Ich starr dich gar nicht an, ich schaue in eine komplett andere Richtung. Mensch, Mädel. So dumm. Okay, ein Level 9 Taubsi. So, jetzt ist alles sortiert.
Ja, das war doch ganz ordentlich. Oh nee, nicht Sandwirbel. Okay. Bei Sandwirbel mache ich jetzt gerade nicht mit, vor allem weil mir das gerade mit Felsgrab noch ein bisschen zu riskant ist. Außerdem hat Menki nicht wirklich die besten Verteidigungswerte. Gerade, also bei Fight habe ich es nachgeschaut, Verteidigung ist sein mit Abstand schwächster Wert. Ach komm, Willi. Na gut. Wenn du so gerne Sandwirbel spammst, dann komme ich halt damit an. Kadi, mach du das halt. Ja, da hast es. Dafür gibt es ein Adlerauge. So. Und noch ein Taubsi kommt. Whitey wird ja jetzt längere Zeit nicht mehr gebraucht werden. Oh oh, bitte überlebt das, bitte überlebt das, bitte überlebt das. Oh Gott sei Dank. Damit ihr mal wisst, was ich mit schwachen Verteidigungswerten meine. Hier, seht ihr es mal. Mit gerade mal 12 Punkten macht ihr hier niemanden wirklich Angst. So. Dann haben wir hier wieder einen Käfersammler. Käfersammler Attila. Und er hat einen Raupi, das schon ein Smetbo hätte sein können. Fadenschuss bringt dir sehr viel, wenn ich mit Prio-Attacken drauf haue, weißt du? Hornliu. Ja, ich will kein Gift abkriegen, also mache ich den lieber schnell kaputt. Der überlebt sogar. Und statt dass er einfach mal mit dem Giftstachel draufhaut, macht er lieber zweimal Fadenschuss. So, Level 11 für Kadi. Lassen wir die Valley auch mal wieder ran. Ui, Volltreffer. Valley packt ihre Volltreffer wieder aus. Das ist sehr schön. Da reicht's ganz knapp nicht für den Level-Up.